Es geht um ein heißes Eisen. Überschrift zur heutigen Sendung: Es wird ernst, die Ampel muss weg. Dabei soll eine Brücke zur Wirtschaft und zur Börse gebaut werden. Und wir wollen auch an die Wall Street schauen, was ist von der Stärke einzelner Tech-Giganten zu halten. Und auch Japan soll heute auf unserer Bühne auftauchen. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frankfurter Börsenbrief TV mit Hans A. Bernecker. Starten wir in die Sendung. Ich grüße Hans A. Bernecker, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bernecker. Guten Morgen, Herr Thyssen. Ja, so mancher dürfte sich in diesen Tagen vielleicht etwas verwundert die Augen gerieben haben, was sich da gerade bei den politischen Umfragewerten in unserem Land tut. Im heutigen Gesprächsmotto heißt es ja, die Ampel muss weg. Worin sehen Sie die Dringlichkeit für einen politischen Richtungswechsel in unserem Land? Nach rund 18 Monaten Regierungszeit der Ampel ist erkennbar oder steht fest, dass alle Ziele, Politikziele der Ampel, so wie sie formuliert worden sind, nicht erreichbar sind. Weder in der Sache, noch in den weiteren Folgen etwa den Finanzen. Entweder muss die Ampel alle ihre Ziele überdenken und klar kommunizieren, wie sie diese ändern will, wie sie das Ganze tragbar gestalten will, um die Ziele, wie gesagt, zu erreichen, die wir alle eigentlich auch nach wie vor wollen. Jedenfalls mindestens in den Absichten. Wie hoch schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein solches Umdenken auch innerhalb der jetzigen Ampelkonstellation stattfinden kann? Oder ist dafür ein Bruch der Koalition nötig? Sie brauchen sich ja nur die Kommentare der jeweiligen Politiker im Fernsehen und in anderen Medien anschauen. Sie sind nun mal ideologisch gebunden und sie wollen es durchsetzen. Das Problem dabei ist, es gibt zurzeit keinen einzigen Fachmann, entscheidenden Fachmann in der Ampel, der mit der nötigen Sachkenntnis diese Dinge angeht. Kein einziger bekannter, renommierter Fachmann, sei es technologisch oder sei es rein technisch oder wissenschaftlich, ist in irgendeinem Ministerium tätig mit maßgeblichen Einflüssen auf Entscheidungen. Entweder muss ich sofort dringend etwas ändern, in der Politik der Ampel selbst, oder aber sie muss weg. Dann muss eine neue Regierung gefunden werden, um diese anerkannt klaren Klimaziele zu erreichen, in der Zeit, im Umfang und in den Finanzen. Nun dürfte die Interessenlage ja sehr unterschiedlich gelagert sein und so mancher würde Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich gerne vermeiden. Was würde aus Ihrer Sicht denn passieren, wenn das jetzige Bündnis wie eine unglückliche Zweckehe einfach fortgesetzt wird, die Partner sich vielleicht gegenseitig blockieren, aber im Grunde genommen eben gar nicht groß an Veränderungen etwas passiert? Was würde dann die Folge sein für unsere Wirtschaft beispielsweise? Dann haben wir eine Stagnation. Die Wirtschaft beginnt bereits, dies einzupreisen. Nach 18 Monaten rund ist erkennbar, dass niemand etwas tut. Wenn sich in der Politik sichtbar, also nicht von der Polemik und den Erscheinungsbildern im Fernsehen, sondern in der tatsächlichen Wirkung, nichts passiert, dann steht auch die Wirtschaft still. Still heißt, alle Geschäfte laufen weiter, egal wie, aber die Investitionen werden zurückgehalten. Natürlich, das ist, jeder Unternehmer wird das tun. Überhaupt keine Frage, das ist einfach logisch. Keiner wird besondere Expansionspläne planen im Land hier, wenn dann überhaupt im Ausland, indem man nach außen geht, weil man rechnerisch nachvollziehen kann, wie die Politik im Einzelnen sich auf die eigenen Produktionskosten und so weiter auswirkt. Stagnation heißt dann, dass alles auf der Stelle tritt. Und genau das zeichnet sich im Moment ab. Wie ist der Markt in der Historie mit ähnlichen politischen Entwicklungen und Verwerfungen umgegangen? Von 1970 bis 1982 hatten wir eine Entwicklung des Index, damals FAZ, aber übertragen auf den DAX mit der gleichen Wirkung, in einer Flat-Position über 10 Jahre, fast 12 Jahre, mit einer Bandbreite des Index um etwa 6% nach oben und unten, also einer Bandbreite von etwa 12-15% von oben oder von den jeweiligen Ausgangswerten gerechnet. Das ist dann die Folge davon, von dieser Politik, die keine Orientierung hat, die von keiner Regierung eine Hinleitung zu irgendwelchen neuen Konzepten führt, sondern ausschließlich ihren eigenen Zielen folgt.
Das bedeutet, dass es keinen Trend gibt im Index, sondern für jedes einzelne Unternehmen einzelne, sehr entscheidende und interessante Aspekte gibt, aber die sich keineswegs mit den anderen decken müssen. Ein Beispiel im Automarkt. Der größte Autokonzern oder größte Autokonzern in Deutschland ist VW mit einer Kapitalisierung im Verhältnis zum Umsatz, die man gar nicht nennen kann. Lächerlich. Und vorerst auch kein sichtbarer Gewinner, weil VW nun mal in den Händen von SPD und DGB ist in ihrer gesamten Gestaltung, nicht nur der Programme, sondern auch der Beschäftigung. Dagegen steht Daimler, die richtig erkannt haben, Luxus zu hohen Preisen, bei niedrigen Stückzahlen sind das Geschäft der Zukunft. Das Ergebnis haben wir gerade gehabt. Zwischen Mercedes zum einen in der richtigen Nutzung von Trends und VW zum anderen in der festgefahrenen sozialpolitischen Zwangsjacke in Wolfsburg liegen, obwohl beide Autos bauen, qualitätsmäßig gute Autos bauen, Welten. Dies wird sich in vielen Fällen in anderen Sektoren ebenfalls fortsetzen. Meine Damen und Herren, wie baut man im aktuellen Umfeld ein Portfolio auf, das dem aktuellen Rahmen Rechnung trägt und andererseits aber auch auf die Trends von morgen setzt? Haben Sie Lust auf die Profi-Variante zu einem solchen Depot? Dann seien Sie beim nächsten Bernecker-Webinar am 22.06.2023 gerne mit dabei. Freuen Sie sich auf Volker Schulz und Giuseppe Amato als Referenten. Bitte schauen Sie unbedingt auf unsere Infoseite und registrieren Sie sich gerne für die Veranstaltung. Zurück zum Gespräch. Runden wir das Bild ab. Das ist ja eine etwas schwierige Ausgangssituation. Chance nach oben, Chance nach unten. Wie sollte man damit im Depot umgehen? Was bedeutet das ganz konkret für die Cashquote im Depot? Ich fahre bisher mit einer Cashquote von 40% wie Sie wissen. Und ich neige dazu, 10% freizugeben für diese Gelegenheiten, die sich in dieser ganzen Periode als Besonderheit herausstellen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie gleich aus welchem Grund, aber häufig auf Gerüchten um 10-15% zurückfällt. Etwas riskant, aber aktuell Deutsche Telekom. Da gab es ja das Gerücht, dass möglicherweise Amazon Dish Network kaufen will, könnte, was auch immer. Darauf reagiert jetzt natürlich Telekom als Großaktionär oder seinem wichtigsten Asset T-Mobile USA bisher mit rund 10%, vielleicht 12% bei heute und vielleicht sind 15-20 drin. Warum? Man hat natürlich dann Angst, das ist eine reine Spekulation, dass der Wert von T-Mobile oder der Markt, die Marktpräsenz von T-Mobile darunter leiden könnte, ebenso wie Verizon. Das sind Gerüchte, das sind Vermutungen, also typische Future-Überlegungen, die man nutzen kann. Fällt also eine sonst hervorragende Konstruktion wie die Telekom insgesamt um wirklich 15, vielleicht sogar im Extremfall 20%, ist das deine Gelegenheit zu investieren. Und dafür, für diese Fälle, nehme ich 10% Barreserve ins Auge. Ansonsten bleibe ich bei 30%. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, Herr Bernecker, für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schauen Sie doch am besten gleich im Anschluss an diese Sendung auf unserer Veranstaltungsseite vorbei zum Webinar mit Volker Schulz und Giuseppe Amato. Registrieren Sie sich am besten noch heute, gerne noch heute. Folgen Sie dafür bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. Dem schließe ich mich gerne an.